So, herzlich willkommen zurück zu einem. Ah, so viele schöne Bilder gerade. Da ist ein schönes Bild. Da oben ist ein schönes Bild. Oh Gott, ich kann ja mal. Warte mal kurz. Bildschirme, 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 Bildschirme. Das schönes Bild. Das schönes Bild. Digga, so viele schöne Bilder. Was hier los von meiner Kolm? Egal, wir wollen. Aha. Dahin. So. Ich glaube, diese Folge schaffen wir den Auftrag zu Ende, ne? Müssen wir eigentlich? Müssten wir? Müssten wir. Sieht mir hart so aus. So viel hatten wir nicht mehr, ne? Dreihunderttausend, Alter, geil, Alter. Endlich mal scheppert's mal in der Kiste, in der Kasse. Ich weiß gerade gar nicht, was eigentlich so das Höchste, was man haben kann. Ich weiß gar nicht mehr, was der höchste Auftrag ist, also die höchste Vergütung, die ich mal im Auftrag bekommen habe. Jetzt so 300.000, da gibt es mehrere Aufträge. Aber hatte ich auch schon mal 400.000 oder 500.000? Ich glaube, ich hatte sogar mal in ETS, hatte ich mal einen Auftrag für mehr als 500.000 Euro. Das war dann aber auch wirklich so wie jetzt hier, einmal von der gesamten links nach komplett rechts oder andersrum. Wobei ja das von komplett links nach komplett rechts in ETS weiter ist als hier in ATS. Ich meine, mittlerweile hat man ja hier, dadurch, dass wir jetzt hier unten ja Texas dazu gekommen ist, wenn man von hier unten bis nach da oben Auftrag hat, ist ja auch schon eine ganz schöne Strecke. Aber eben, bei ETS, da hast du halt, wenn du komplett von dem hintersten Punkt in Spanien, also von ganz Osten, ganz Westen, bis nach runter nach Türkei fährst, also Istanbul zum Beispiel, dann hast du ja auch eine super weite Strecke. Und ich glaube, bei so einem Auftrag hattest du schon mal 500.000 oder mehr als 500.000 oder sowas. Aber ich bin mir jetzt vielleicht nicht mehr so Okay, sicher, here we go. ob das einfach nur so gerade ein Wunschgedanke ist oder ob das wirklich. Na, keine Ahnung. So. Go straight on. Aber wenn wir mal hier wunderbar stehen und während wir gerade hier am Alarm sind, können wir auch mal kurz mit unserem Handy spielen. Und mal kurz unsere Bank-App aufsuchen, wo ist denn die da? Dich einmal zurückzahlen. Wobei, ganz ehrlich, wir können auch gerade mal direkt mal. Ja, hier, Wetter machen wir können. Wir können aufrüsten und alles. Das heißt, Garage Manager. Du. Aufrüsten. Ja. Und haben wir noch Lok. Nee, für zwei Gewicht reicht nicht. Schade. Nee, für zwei Gewicht reicht es nicht. Aber egal. Ein LKW können wir jetzt erstmal holen. Und sobald wir dann die Mission abgegeben haben, können wir uns dann auch noch einen zweiten LKW holen. Oder vielleicht bringt noch mal ein anderer Kollege ein bisschen Geld ein. Was waren das jetzt für welche? LKW Manager. Peterbilt. LKW Händler. Online kaufen. So, Flottenkonfiguration. Nehmen wir mal dich hier. Ausführung ändern. Und dann gucken wir mal kurz, was wir da so für wunderschöne Farben drin haben. Und wir nehmen einfach mal dich nach Gelb. Das wäre genau 60. Und genau 60 geht natürlich nicht. Du perfektes Spiel. Ich hole dir eine rein. Nein! Och, ich hau deine Oma ins Koma. Junge, du kommst weg. Du kommst hin. Und alle sind glücklich. Sieht das gut aus? Das sieht irgendwie nicht aus wie Gelb. Das sieht eher aus wie Gold. Ich glaube mal, bei Gelb müssen wir doch ein bisschen mehr. Ach Mann. Warum? So. Ich glaube, dann müssen wir doch mal hier. So. Ja, so ist gut. Kaufen. Und, wo war? Lima, da. Bam. So. Geil.
dann holen wir uns direkt mal eine Arbeitsagentur, was man so alles machen kann, während man bei einer roten Ampel steht. Easy. Oh, hier ist einmal Fernfahrt. Let's go. Wo haben wir noch? Haben wir noch eine noch bessere Auswahl? Oh. Schon mal Pluspunkte wegen Aussehen. Ich stehe halt auf Asiaten. So, Pech. Auch wenn es eine Benachteiligung aller anderen ist. Ey, das Profilbild habe ich sogar bei einem von meinen privaten Spielständen, glaube ich. Also als mein Charakter habe ich das Bild hier. Aber sie hat natürlich schon mit zweimal Fernfahrt. Das ist natürlich der goldene Gral bei neuen Fahrern. Aber sie hat halt definitiv den optischen Bonus, also. Ich meine, ist jetzt nicht direkt asiatisch, aber geht schon in die Richtung. So, ne? Also zumindest hat es mein optisches Empfinden angeregt. Ich glaube, wir nehmen aber trotzdem sie. Einfach, weil es zweimal Fernfahrt hat. Weißt du was? Wir machen es anders. Wir nehmen sie, stopfen sie hier rein und dann nehmen wir sie und stopfen sie schon mal hier rein, auch wenn sie noch kein LKW hat. Sie kündigt ja nicht direkt, sondern man hat ja mal ein bisschen Zeit. Ich weiß gerade nicht, wie lang, aber glaube ich 2 Tage oder sowas. Erst nach 2 Tagen, also wenn sie mehr als 2 Tage kein LKW haben, dann kündigen sie erst von sich aus. Wobei ich das so verhindern weiß, da nehme ich lieber einen LKW von einem anderen weg und schiebe den bei ihr rein. Nicht, halt, stopp, das habe ich so nicht Ja, okay. Ich sag am besten gar nichts mehr. Oh. Das Straße ist weg. Wir fliegen. Haben wir rot, haben wir grün? Wo ist die Ampel hin? Ey, die Ampel ist weg. Aber hey, wenn wir keine Ampel haben, dürfen wir fahren, oder? Oh, ah, na scheiße doch. Mist. Hab so lange gewartet. Ah, wir haben grün. Geht doch. So, alles frei. Wieso haben wir eigentlich keine Musik an? Verstehe ich nicht. So, brauchen wir also ganz, ganz schnell noch einen LKW. Also sagt ich. Hier. Ja, doch 170 Meilen. Das schaffen wir locker. Also, Pendy brauchen wir auch nicht mehr. Wir höchstens tanken. Können wir eigentlich gleich da hinten machen, hinten an der Tankstelle. Dann haben wir auch schon mal abgeschlossen. Ja, easy. So. So, Auflieger ist gut gerade. Halt, ich komme da gar nicht raus, oder? Komme ich da raus? Verdammt, ich komme da gar nicht raus. Na gut, muss ich die Schlaufe fahren. Ich dachte, weil man da unten bei den Straßendingern da... Ah, okay, ich komme auch hier raus. Wobei das blöd ist. Ich hätte lieber doch auf dem Platz wenden wollen. Na egal. Oh, auf jeden Fall, weil da unten diese Dinger da sind, dachte ich, man kann da direkt durchfahren. Nee. Finde ich nicht in Ordnung. Oh, Straße wird jetzt nicht frei. Straße frei, sehr gut. So, natürlich haben wir rot. Wie ist es eigentlich? Ich meine, hier sind ja bei beiden Spuren sind ja keine Pfeile vorhanden. Also ich darf doch ganz normal, legitim, auch auf der Spur nach rechts abbiegen, oder? Sehe ich das richtig oder falsch? Ich schwenke lieber nochmal ein bisschen nach links aus. Diese Rotphasen.
Ey. Oh, come on, ne, fahr jetzt. So komm ich da nicht rum, Mädel. Du auch, verpisst euch mal hier. Alter, wie soll man denn so arbeiten können? Immer dieser Sonntagsfahrer. Und das auf dem Montag. Warum fährt er so langsam? Aber beschleunige mal. Wir dürfen 70 fahren. Danke. Ist ja schlimm hier. Oh, schöne Dämmerung mitnehmen hier. Sehr schnicker. Oh, blinkt denn da? Achso, Verkehrsschild. Wow. Ich soll vielleicht auch auf den Verkehr achten. Und nicht nur auf die Schilder. Dem wäre ich bei den Händen voll raufgesammelt. Ah, wieder diese wunderschöne Dämmerung hier. Da vorne kommt die Sonne hoch. Sehr geil. Okay, das sind Momente, die kannst du im Echten nicht haben, ne? Da kannst du nicht einfach mal in die Third-Person-Kamera schalten. Wobei das schon geil wäre. Ich meine, eigentlich technisch möglich wäre es ja mittlerweile so. Hey, du kannst ja durchaus, kannst du ja bei dir einfach noch so ein Bildschirm installieren. Diese Bäume hier. Vorne so ins Cockpit. Alter, was sollen diese Bäume hier mal? So ein Bildschirm installieren. Und dann einfach quasi über dir so eine Drohne schweben lassen und die auf Verfolgermodus schalten. Sodass sie halt automatisch folgt. So gibt es ja bereits serienmäßig bei vielen Herstellern. Also bei hochwertigen Drohnen. Jetzt nicht die $5-Drohne von Alibaba oder sowas. AliExpress. Aber eben, die ganzen hochwertigen Drohnen, die haben eigentlich mittlerweile, soweit ich weiß, alle so einen Verfolgermodus drin. Und so dann einfach einschalten, dann hast du wirklich auf dem Bildschirm, so im Cockpit, hast du dann dich selber in Third Person. Wäre halt schon geil. Natürlich, ne, schwierig. Aus mehreren Gründen. A. Ne, musst halt aufpassen, dass die Drohne nicht in irgendwelche Hindernisse fliegt, während du selber ja eigentlich auf die Straße achten musst. Das heißt, du musst auf deinen LKW achten und auf deine Drohne achten. Ja? Also nicht unbedingt alltagstauglich. Und vor allen Dingen, wie gesagt, so ein LKW, der fährt halt mal gut und gerne viele hundert Meilen. Naja, manchmal halt auch ein paar tausend Meilen. Na gut, ein paar tausend Meilen nicht, aber halt mehr als 1000 Meilen. Und sowas macht halt keine Drohne mit. Also das heißt, wenn du mal eine ruhige Straße hast, ja, wo du wirklich weißt, okay, du fährst jetzt so Steppe auf der Straße, wo halt nicht viel abgeht, weil, naja, halt nicht viel abgeht, da kann man natürlich sowas machen, aber jetzt nicht die ganze Zeit nebenbei, auch gerade wenn du so auf dem Highway fährst oder sowas, dann wird es wahrscheinlich doch ungeeignet. Aber wie gesagt, wenn halt mal wirklich so eine, ja eben, halt so eine Steppe lang fährst und dann weit und breit wirklich nur Steppe hast,
Dann wäre es eigentlich schon geil, oder? Was macht denn ihr, Leute? 65, nicht 3. Achso, der wollte abbiegen. Die wollen ja alle abbiegen. Was ist denn los mit denen? Abbiegt euch! Keiner mag euch! Schlimm hier. Ja, noch 70 Meilen. Geil. Dann haben wir es ja bald geschafft. Schon wieder 82.000. Nice. Aber brauchen wir auch. Wobei, die brauchen wir nicht. Wir bekommen 300.000. Können wir schon fast die nächste Garage kaufen. Eieiei. Nice. Ist ja Leute, so muss laufen. Wobei ich mir wahrscheinlich... Hey, ich muss mal gucken, wie viel Geld wir denn tatsächlich haben. Ne, hier rechts überholen macht gerade keinen Sinn. Wir müssen da vorne ja eh nach links. Die Frage ist halt, ob wir uns direkt eine neue Werkstatt holen. Und dann halt nur noch einen weiteren LKW. Oder ob wir nicht sagen, nee, komm, wir holen stattdessen lieber zwei LKWs und packen die wieder erstmal bei uns ein. Hallo! Hä? Da sind so zwei, da ist so ein Feld drunter. Lol. So ein Ampel habe ich auch noch nie gesehen. Wie cool ist das denn bitte? Find ihr schon geil? Also erstens mal das Lied gerade, das ist ein schönes Lied. Aber auch oh, hier. Einfach diesen Detail. Achso, übrigens, bei Alaska Truck Simulator mal direkt wiederwenden. Da funktionieren die Ampel bei so ja auch nicht. So, die Ampel sind immer alle rot. Egal. Wie viel Detail die hier teilweise reinstecken. Das ist sogar echte, einfach neue Ampeln entwickeln, weil das halt im echten an den Kreuzungen tatsächlich auch vorkommen. Und nicht einfach sagen, ja, wir nutzen hier im Spiel trotzdem die Standardampeln. Nein, da entwickeln sie extra neue Ampeln, die so aussehen wie halt die echten an der Stelle. Das ist halt schon... Gerade da vorne... Ich habe die Ampel noch nirgends im Spiel gesehen. Das heißt, sie scheint es wirklich nur so bei vielleicht ein, zwei Orten zu geben. ATS-Bank, lol. Und haben aber extra dafür das Ding modelliert. Also designed. So. Ist schon schön gemacht. Also nicht nur designed, sondern die müssen es ja auch funktionabel machen. Ne? Das heißt, da muss ja auch Programmlogik dahinter sein. Klar... Einfach mal in Blender so ein 3D-Objekt zu designen, ist natürlich wesentlich einfacher. Das heißt, dass hier viele Sachen, die speziell nur dafür designt sind, im Spiel einmal vorzukommen, das war's dann. Gerade sowas wie Sehenswürdigkeiten zum Beispiel. Die Kirche zum Beispiel. Wenn das jetzt hier so ein Markenzeichen für diese Stadt wäre, dann gibt's halt doch nur einmal auf der Map. So, ne? Aber eben, das ist ja einfach nur ein 3D-Modell. Das heißt, da musst du nicht viel machen. Das modellierst du, erstellst eine Textur, platzierst im Spiel, das war's. So, bei einer Ampel, die hat aber eine Funktion. Das heißt, der Verkehr muss mit ihr interagieren können. Die Ampel muss überhaupt an sich erstmal überhaupt irgendwas machen. Das heißt, du musst extra dafür irgendwas programmieren. Und das ist ja natürlich schon, wo man sagt, okay, Respekt, wenn die da wirklich extra neue Sachen entwickeln. Oh, ist schon wieder los. Ist schon wieder so lange rot. Alter, wir sind heute echt rote Welle. Selbst im Auflieger ist alles rot. Was ist da los an meiner Kolm? Und ich dachte, wir schaffen in der Folge locker die Strecke hier. Aber so wie es hier aussieht, Digga, wir kommen hier gerade gar nicht von. Also, das ist ja hier traurig einfach. Einfach nur traurig. Holy shit. So, 35 dürfen wir? Och nö. Wo ist überhaupt die alte Linie? Da war gar keine alte Linie. Ja, weil ich auch ein bisschen verwirrt. Aber hey, war eh noch orange, von daher easy. So, was ist hier los? Achso.
Warte gerade, da vorne ist eine Spurverengung. Hätte ich ja gar nicht bremsen brauchen. Ja, ich will auf wieder 65 fahren. Wupp, wupp. Boah, diese Sonne, ey. Ja, ich war 65, sagtest du bereits. Auf vorne kommt jetzt eine Spurverengung. Okay, aber links ist frei. Easy. Oh, 70. Ist ja hier sowas hier zum Beispiel, ne? So eine Strecke, so wie hier ist halt wirklich nichts. Ah? Hier kannst du perfekt eine Drohne fliegen lassen. Gut, da hinten hast du mal einen Mast vielleicht. Ja, da hinten kommt wahrscheinlich wieder City, oder? Ah, doch, da hinten kommt wieder City. Gut, dann natürlich nicht, ne? Also, gerade wenn du halt wirklich in der Steppe fährst. Ah, ne, das ist kein City, ist ein einzelner Sendemast bloß. Aber eben, sowas hier ist prädestiniert dafür, dass ich einfach mal dich von der Drohne begleiten lassen kannst. Vielleicht gerade eine geile Option, wenn du YouTube-Videos machst. Wow, wow, wow. Hast du deine Kurven hier? Ich meine, sowas wie hier ist natürlich auch relativ offen, ja, aber du hast halt hier doch schon eher Gefahr. So wie vorhin gerade eben, da wo wir unter der Freileitung lang gefahren sind, oder da oben das Werbeschild. Deswegen, sowas hier ist zwar auch relativ frei, aber du hast halt hier, so wie jetzt hier diesen Masten da, doch sehr viele Hindernisse, wo so eine Drohne halt durchaus schon mal hängen bleiben kann. Schon wieder eine ATS-Bank, wie viele gibt es denn hier bitte? Deswegen, also, man muss wirklich schon eine Strecke haben, wo du wirklich komplett nichts hast. Alter, draußen burnt gerade die Sonne, also in Real Life. Mal hier kurz meine Bildschirme heller. Da vorne ist das Ziel, oh mein Gott. Guck mal, das Polizeipräsidium. Hello, Mr. Officer! Ach ja, schön. Keep left and then turn left. Hier rein, ja? Ja, sieht aus wie Baustellenfahrzeuge.
Ich glaube, an der Einverbindung vorbei kann das sein, ne? So, bumm, 300 Tasten, was, 300k und 18 Wheels of Steel, wobei hat man schon, ne, ich glaube, Level 30 war auch schon 18 Wheels of Steel, kann das sein? So, wir haben einen Punkt, bleibt ja nichts anderes mehr übrig, gell? Fähigkeiten, nein, wo war denn das? Achso, das gibt's ja, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Diesen Graphen, wo es immer hochging, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Statistiken. Fähigkeiten, Zustand. Ah, das Ding scheint weg zu sein. Weil der war ja früher immer hier bei Karriere, ne? Da war ja hier dieser Graph, der von unten nach oben ging. Und da hat man auch die ganzen Skillnamen gesehen. Aber ich glaube, Level 30 war schon 80 Builds of Skill. Und ab Level 40... Hä, verstehe ich ja nicht. Also Level 31 bin ich gerade, das ist 80 Builds of Skill. Level 32 wäre das nächste Level. Warum das hier anzeigen, keine Ahnung, ist überflüssig. Aber Level 40, wenn ich das dann wäre, wäre ich König der Straße. Wobei ich sagen muss, selbst auf meinem privaten Account... Also den ersten Account, den ich damals angelegt hatte, selbst da bin ich seit Jahren plus Level 37, weil ich halt mit dem kaum spiele, sondern halt immer wieder neue Accounts anfange, weil mir halt gerade das Early Game ultra viel Spaß macht. Und dementsprechend... Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich habe jetzt Level 38 erreicht wegen freier Fahrt. Kann sogar sein, ja. Auf jeden Fall, ich glaube, bei Level 40 werde ich da nie erreichen. Dafür werde ich irgendwann so 20.000 Accounts haben, wo ich überall Level 36 bin. I guess. So, wir haben $400.000. Das ist ja eine tolle Sache. Gut, komplett ausgereizt. So, das heißt, wir kaufen uns als allererstes mal ein LKW für die Dame, die noch kein LKW hat. Das wäre dann ein Peterbilt. Ja, komm hier, irgendwas. Online kaufen. Die Frage ist, welche Farbe nehmen wir den? Nehmen wir den auch wieder... Die müssen wir eigentlich wieder schwarz nehmen, ne? Muss ich schon ändern. Gucken wir mal, was wir da so für schöne Farben haben. Bam. Was für ein Schwarz da gut aussieht. Also grau. Weil ganz schwarz ist halt hässlich. So. Muss schon ein bisschen... Ne, ein bisschen was muss er schon haben. Ja, ich glaube, das ist doch gut, oder? Doch, das ist ein schönes Grau. Das ist ja wow. Okay, das ist geil. Direkt drin verliebt. Kaufen. Die Frage ist, kriegt sie jetzt den schwarzen? Oder geben wir ihr... Nö, doch. Also ich habe sie gerade gefragt und sie findet den schwarzen auch super schön. Von daher, let's go. So, das haben wir doch nur noch 230.000. Das heißt... Eine Garage und dann noch ein LKW bringt erstmal gar nichts. Und selbst zwei LKWs wären nicht machbar. Gut, ich würde sagen, dann gebe ich erstmal die beiden zwei Kredite wieder zurück hier. Oder sparen wir lieber noch mal ein bisschen was, ne? Aber das alles machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.